Willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Letztes Mal haben wir Aerith, oder wie auch immer sie heißt, gerettet und über die Dächer hier in die Slums geführt. Wir speichern hier nicht, es kommt eh noch ein Speicherpunkt. Und dieses Mal lädt sie uns zu sich nach Hause ein. Also auf zu ihrem, nach ihrem, also zu ihrem Haus oder zu ihrer Wohnung. Und da kommen wir an diesem kleinen Markt vorbei. Okay. Nein, habe ich noch nicht. Okay, das hört sich toll an. Was ist das mit der Straße? Oh, da kann ich offenbar nicht rein. Okay, schauen wir uns den Typen mal an. Hallo, wie geht's? Was soll ich machen? Okay. Das freut mich, dass er ein Zahlenfan ist. Was das Ganze mit uns zu tun hat, weiß ich allerdings nicht. Oh Katze, ja, nein, da nicht. Wir schauen uns noch die anderen Wohnungen oder Shops hier an. Hier gibt es was ganz Besonderes, etwas, das man nicht vergessen sollte. Den ersten Flyer fürs Schildkrötenparadies. Und hier ist nichts drinnen. Ist auch nichts drinnen. Hey, kleiner Mann. Findet was. Da ist ja nichts drin. Oh, die verborgene Schublade. Ah, wir lassen das aber lieber liegen. Den Grund dafür werden wir schon bald sehen. Wichtig ist nur, dass man sich's ansieht. Wir könnten hier noch Items, hier noch Substanzen und... Ach komm, geh's weg! Und hier oben noch Waffen kaufen bzw. Ausrüstung. Wir lassen das allerdings sein, weil es hier nicht wirklich etwas gibt, was uns interessiert. Das ist schon Aerith's Haus. Allerdings funkelt hier drüben etwas. Und das ist eine Schutzsubstanz. Die werden wir noch brauchen können. Und ein Äther liegt hier auch noch. Und wir gehen jetzt doch noch kurz mal speichern vor der Story-Sequenz. Und dann gehen wir in Aerith's Haus rein. Hallo, ich bin zu Hause, Mama. Ja, ich bin der super tolle Bodyguard, der sich für ein Date bezirzen lässt. Na, hier ist nichts passiert. Alles okay. Ich kümmere mich da schon darum. Keine Ursache. Ja, ich muss wieder zurück. Zu meiner Freundin! Ja, das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Date. Und zwar je nachdem, welche Antwort man gibt, entweder für Tifa oder für Aerith. Okay. Wenn du so mutig bist. Gewöhnungssache. Von einem Mädchen helfen lassen, ist wirklich etwas schwächlich. Na, ich weiß nicht. Wie wäre es, wenn wir uns mal eine Runde aufs Ohr hauen? Ja, Katze, das ist natürlich toll, wenn man hier drauf springen kann. So, was sagt die Mutter dazu? Ah, okay. Ich
Die Mutter ist wohl etwas besorgt um ihre Tochter. Ja, legen wir uns mal aufs Ohr. Eine Runde. Gute Nacht. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, die graue Stimme schon wieder. Was zur Hölle? Seit damals was? Wovon reden die hier? Ah, geht so. Aber doch nicht für mich. Keine Versuchung ist stark genug für meinen Willen. Eine etwas ältere Freundin. Man merkt, in Japan laufen die Dinge etwas anders. So. Sieht fast so aus. Ja, wir lassen Ares hier und wir müssen hier, damit sie uns nicht hört, vorbeischleichen und auch die Treppe herunterschleichen. Und unten können wir wieder laufen. Speichern brauchen wir nicht unbedingt. Wieder zurück durch den Markt. Und hier links sollte eigentlich... Oh, what the hell? Du aber auch. Außer mit den Nerven nicht, nein. Okay. Wenn sie unbedingt will. So. Hier ist eine Stelle, bei der ich lange gesteckt bin. Ja, hier runter. Das ist ja alles noch klar, relativ einfach. Und hier dieses Brett rauf, beim ersten Mal durchspielen, ich habe es nicht geschafft, das zu sehen, dass man hier rauflaufen kann. So. Ist denn einer nach Hause? Ich bring dich nach Hause. Ja, machen wir mal Pause. Die Antwort war jetzt eigentlich nicht die richtige, weil das Punkte für Ares bringt natürlich. Oh, ein Kinderspielplatz. Und wir setzen uns auf die Rutsche. Ja, was für ein Rang? Ah, bei der geheimen Organisation. Was war das jetzt für eine Bildstörung? Oh. Ihr erster Freund. Oh, hier haben wir wieder leider einigen Lag. Ich weiß leider nicht genau, woran das jetzt liegt. Es geht wieder. Keine Ahnung. Ist nicht so wichtig. Cool, eine Kutsche. Darab, darab. Gezogen von einem gelben Strauß. Was? Ist es tiefer? Ja, sollten wir uns darum kümmern, oder? So.
Und ob wir Tifa finden und was sie vorhat, sehen wir alles im nächsten Video, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7.